Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute kam endlich die My Little Box bei mir an und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der Aprilbox verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst, die My Little Box wird mir in der Kooperation zugeschickt, deswegen kann ich tatsächlich auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin, denn mein Abo läuft noch weiter und dann kann ich quasi meine Abo-Box verlosen. Die habe ich auch hier, also ich habe die My Little Box jetzt zweimal hier und ich habe jetzt einfach eine genommen, die ich jetzt auch hier geöffnet habe und mach die jetzt auf und zeig die. Genau, es ist so, dass die My Little Box 17,90 Euro im Monat kostet und die kommt auch monatlich. Das ist eine sehr französische Box und die hat 5 Produkte drin immer. Das sind 3 Beauty-Produkte und 2 Lifestyle-Artikel und ziemlich coole Geschichten sind das. Also wer halt so ein bisschen dieses Chichi, dieses niedliche, keine Ahnung, leicht französische mag, für den ist vielleicht diese Box eine interessante Geschichte. Und es ist auch bei den Beauty Produkten eigentlich auch immer ein Produkt mit dabei, was von der My Little Box Eigenmarke kommt, also wirklich My Little Beauty. Im April ist es so, dass wenn du die Box abonnierst, da hast du auch einen Code, den du verwenden kannst, hier von mir, den ich dir hier mal eingeblendet habe, den ich dir auch unten in die Infobox reingeschrieben habe, dass du on top noch dieses Duschgel bekommst, Showergel, Happy Foaming Showergel von Rituals, Happy Buddha. Meine Schwiegermama in Spe hatte just mir gerade Geburtstag. Sie wird jetzt nachfeiern, weil sie kurz vor Ostern Geburtstag hatte. Und sie bekommt von mir eine Rituals-Box und da wird dieses mit reinkommen. Die wird sich irre drüber freuen. Es kommt halt wie ein Gel raus und dann schäumt es so auf. Und Happy Buddha ist wirklich ein ganz, ganz toller Duft. Das ist so leicht orangig, aber halt sehr passend für den Frühling, für den Sommer. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Also, ne? Die wird sich extrem drüber freuen. Und deswegen finde ich es cool, dass My Little Box die Menschen mir das beigelegt haben, dass ich das auch hier zeigen kann. Richtig cool. Ja, ne? Und das bekommst du halt, wenn du jetzt im April die My Little Box abonnierst. Das heißt, du bekommst sie zum einen günstiger mit meinem Code und zum anderen dieses Produkt on top. Mega cool, oder? Also, nicer Deal. Schau einfach mal vorbei und wir gucken mal rein, was überhaupt diesen Monat drin ist, ob sich das überhaupt diesen Monat lohnt. Die Box kommt recht gut in so einem Karton eingepackt daher. Was ich cool finde, ne? Das ist immer sehr gut geschützt. Und dann mache ich das Ding mal auf. Und das Motto ist, Morgenstund hat Gold im Mund. Ach, cool. Man sieht hier so einen Frühstückstisch. Ich nehme das mal raus. Ach Gottchen. Ich sehe schon was. Es ist ein Frühstückstisch. Man sieht hier jemanden im Pyjama sitzen. Zeitung auf dem Schoß. Croissant natürlich davor. Dann hier ein Kaffee, selbstverständlich. Ein bisschen Deko. Ich bin sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Und ich kann ja direkt mal sagen, ich sehe, dass es keine Box ist, Leute. Es ist was ganz Spezielles. Wir haben hier auch noch was mit dabei. Fresh Magnets. Sind das Magneten? Sehr cool, denn wir machen bei uns um die Mikrowelle und um den, Backofen gerne Magnete. Ach guck, und die kannst du hier so rausdrücken. Und das sind so Frühlingsmagnete. Das finde ich cool. Damit werde ich auf jeden Fall da mal unseren Kühlschrank verschönern, beziehungsweise unser Backofen gedünsten. Warum sollte dein Kühlschrank nicht auch von außen richtig fresh sein? My Little Box, richtig cool. Keep fresh, spring loading. Eine große Portion Freshness bitte. Take a deep breath. Get some fresh air und Blümchen und so. Ich finde das echt hübsch, Leute. Das muss man hier so rausdrücken. Ja, oh, das ist cool. Das, werde ich gleich direkt mal befestigen. Hat man jetzt einfach so rausgekriegt und dann hat man hier so einen flexiblen Magneten. Finde ich gut. Das ist mein Style. Ja, und das ist halt eins von den Lifestyle-Artikeln, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und jetzt mache ich mal das Ding auf. Das ist hier hinten. Da steht sogar was drauf. Moment, das müssen wir erst lesen, ne? Ich mache es hier ganz spannend. Mein lieber kleiner Morgen, auch wenn du nicht immer einfach bist, mit deinem endlosen Weckergebimmel, deinem viel zu starken Kaffee, deinen Brotkrümeln im Bett, deinem Toast, der so gern auf die Marmeladenseite fällt. Irgendwie gelingt es dir trotzdem, uns beim Frühstück mit dem Leben zu versöhnen. Lieber kleiner Morgen, es ist schon erstaunlich, wie sehr wir dich lieben. Das stimmt. Man sollte jeden Morgen wirklich genießen und sagen, hey, das ist so cool, dass ich diesen Morgen erleben darf, oder? Dankbar für jeden Morgen sein. Auch wenn morgens aufstehen Kacke ist. Genau, wir machen das Ding mal ab.
Und wir haben hier tatsächlich so ein Frühstücksbrettchen drin. Ist das nicht großartig? Das gucken wir uns gleich mal in Gänze an. Aber erstmal, Mensch, das ist jetzt hier gerade mal ein bisschen groß, was ich hier alles auspacke. Das hier lege ich mal fürs Thumbnail zur Seite. Hier habe ich erstmal so einen Lesestoff mit dabei. My Little Times von My Little Books. Okay, das ist eine Zeitschrift. Bonjour Beauté, lehn dich zurück und mach es dir bequem, denn diese Zeit gehört nur dir allein. Wir heißen dich herzlich willkommen in der druckfrischen Ausgabe der formidablen My Little Times, in der die Sonne immer scheint, die Nachrichten großartig sind und die Prognose für jedes Sternzeichen günstiger ausfällt. Bist du bereit? Hier jauchzen die Sterne, Töpfe und Pfannen freuen sich auf neue Herausforderungen und jede Menge Inspirationen warten auf dich. Der Tag verspricht so knusprig zu werden wie ein mit Orangenmarmelade bestrichener Toast. Nimm einen Bissen und lass uns in den perfekten Morgen starten. Bisu, dein Team von My Little Books. Richtig cool. Ich würde es feiern, wenn die das wirklich jeden Monat rausbringen würden. Aber du hast leider nicht jedes Mal so eine Zeitschrift oder so mit dabei. Guck mal, hier sind Rezepte drin, Haartipps, richtig cool. Nein, ich sehe schon einen Spoiler für das, was in der Box drin sein könnte. Okay, Eierrezepte, Zwillinge, mein Horoskop. Jetzt wirst du mehr denn je in beide Seiten des Lebens beißen. Okay, bei dir ist das normal, denn deine morgendlichen Toasts sind auf der einen Seite mit gesalzener Butter und auf der anderen mit Himbeermarmelade bestrichen. Ja, ich liebe es, dieses süß-salzige Gedöns. Okay, Leute, ich mache es hier gerade so ein bisschen zu spannend, merke ich gerade. Ich mache weiter. Als erstes habe ich hier Bad Hair Day, dein Schuh für haarige Tage. Der Haarkampf am Morgen fällt heute aus. Dein Scrunchie heißt nicht umsonst Schuh auf Französisch. Mit seinen fluffigen Eigenschaften verpasst es deiner zerknautschten Mähne den unkompliziert lässigen Touch. Ist das so? Ist immer so süß eingepackt. Okay, ja, ich bin jetzt eigentlich nicht so ein Fan von solchen Scrunchies, aber es sähe wahrscheinlich auch cool aus, wenn ich es einfach hier so drum zumache, oder? Lass das jetzt einfach mal drin. Doch irgendwie hat das was. Irgendwie hat das wirklich was, wenn ich das in meinen Bommel mache. Weiß ich nicht, oder? Wie findet ihr das? Ich finde es sehr französisch. Ich finde es sehr, sehr hübsch. Ich finde das echt hübsch. Ich lasse das jetzt drin. Es gefällt mir irgendwie. Kennt ihr die YouTuberin Like a Daisy in Spring? Die hat das doch auch immer so, ne? Das finde ich immer voll schön. Ich glaube, so macht die das auch. Die macht sich auch einfach einen Bommel und dann macht die sich so einen Scrunchie drum zu. Das hat mal auf jeden Fall einen anderen Style. Ich lasse es drin. Okay, cool. Ich fühle mich da irgendwie mädchenhaft mit. Egal. Gut, dann habe ich hier Cocorico. Coquetier en Céramique. Mhm. Kikeriki heißt das. Oh, Cocorico heißt Kikeriki. Süß. Eierbecher aus Keramik. Du bist ein kleiner Morgenmuffel? Wirf deinen verschlafenen Blick auf dieses süße Keramikduo und gib es einfach zu. Die beiden sind einfach bezaubernd. Egal, ob du sie für Espresso, Konfitüre oder ein glückliches Frühstücksei benutzt, deine Laune wird steigen. Cool. Oh nein, wie süß. Okay, ja. Für ein Espresso werde ich das wohl nicht verwenden. Dimanche steht hier drauf und dann ist es orange von innen. Hübsch, ne? Und Samedi. Und das ist so Aprikofarben. Schon süß, ne? Kann ich mir gut vorstellen. So beim Frühstück zu zweit und jeder hat so einen Eierbecher. Süß, cool, gefällt mir. Ja, das hebt meine Laune. Habt ihr vollkommen recht. Dann haben wir hier noch das Frühstücksbrettchen oder das kleine Tablettchen. Da kannst du dann quasi so ein paar kleine Sachen anrichten. Zum Beispiel die Eierbecher kommen damit drauf, dann kommen da Eier rein und so. Und dann kannst du das halt dem Freund zum Beispiel aufs Bett stellen. Oder der Freund stellt es dir aufs Bett und weckt dich damit. Finde ich richtig süß. Passt farblich auch vollkommen zu dem, wie das hier von innen gestaltet ist. Also das ist jetzt hier, glaube ich, recht unbehandeltes Holz. Also ne, da muss man aufpassen, dass einem nichts umkippt. Finde ich aber echt süß. Süß gemacht. Ich finde die My Little Box wirklich süß. Okay, und dann haben wir hier so eine Bag. Und in dieser Bag sind immer so ein paar Sachen drin. So Beauty-Sachen halt, ne? Und da gucken wir mal rein. Als erstes habe ich hier drin von Eucerin Blemish Prone Skin. Unreine Haut.
Dermopure, ein Cleansing Gel, ein Reinigungsgel, das finde ich gut. Ja, so Reinigungsgele kann man immer gut gebrauchen. Jetzt aktuell kann ich es leider nicht verwenden, weil ich ja den Dalton-Test mache und das für 2 Monate wirklich nur teste in meinem Gesicht. Und danach kann man sowas aber gut verwenden. Da sind ganze 20 Milliliter drin. Reinigungsgel für unreine Haut befreit die Haut effektiv und gleichzeitig sanft von überschüssigem Teig. Schmutzpartikel und Make-up werden durch die seifenfreie Formel mit 6% Ampro-Tensid entfernt. Antibakteriell, nicht komedogen, also nicht pickelverursachend und auch therapiebegleitend einsetzbar. Cool, ne? Von Avin oder Davin, keine Ahnung. Natural Tech Replumping Conditioner. Ein Conditioner, was macht der? Elasticizing and Hydrating Conditioner for all Hair Types. Also das soll quasi die Haarelastizität verbessern und hydratisieren, also mit Feuchtigkeit versorgen. Finde ich cool. With Plum. Plum? Plum ist doch Pflaume, oder? Mhm. Oh, das riecht sehr intensiv. Mhm. Sieht aber ganz gut aus soweit. Es kommt hier so leicht milchig raus. Sieht man das ja, ne? Riecht wirklich interessant, aber kann ich mir wirklich gut vorstellen. Das wird auf jeden Fall in meine Haare reinkommen. Elastizitäts- und Feuchtigkeitsconditioner für alle Haartypen. Nach dem Waschen im Handtuch trocknen Haar über die gesamte Länge bis in die Spitzen verteilen. Einige Minuten einwirken lassen, durchkämmen und gründlich ausspülen. Ach so, das ist aber anders. Das ist halt nicht wie ein normaler Conditioner, finde ich, oder? Das ist dann eher wie eine Haarmaske, weil du das dann ja, nachdem du deine Haare handtuchtrocken getrocknet hast, in die Haare reinmachst, das einwirken lässt, dann auskämmen und dann ausspülen. Interessant. Wird getestet und dann gucken wir mal, wie meine Haare danach aussehen. Okay, jetzt ist hier noch ein kleines, aber sehr, sehr feines Produkt drin. Das wurde schon in der Zeitung geteasert, sage ich mal. Und zwar ist hier von Kat Von D der Tattoo-Liner drin. Den habe ich tatsächlich auch schon da und der ist so geil. Halleluja, Halleluja. Genau, das ist jetzt mein Backup. Das finde ich gut. Und der ist, ich hole meinen, der gleiche. Ne? Waterproof Liquid Eyeliner. Ja, richtig geil. Trooper Black ist die Farbe. Das hier ist meiner, der ist ja schon offen. Und der hat halt hier so ein bisschen andere Härchen. Malt aber wirklich schön. Ich mag den richtig gerne. Der ist klasse. Der ist halt nicht mit so einer Spitze, mit einer Filzstiftspitze, sondern der hat so ganz feine Synthetikhärchen. Richtig cool. Mega geil. Also klasse Box. Ich finde, wir haben jetzt dieses Mal ordentlich viele Produkte abgestaubt. Ne? Mega geil. Hat sich meiner Meinung nach echt gelohnt. Den Scrunchie, den werde ich jetzt echt mal drin lassen heute Abend. Ich guck mal, was mein Freund da gleich zu sagt. Und ja, denk auf jeden Fall an die Verlosung. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!